Ja, liebe Freunde der seichten Unterhaltung, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Siren Blood Curse für die PS3. Eine unschöne Nachricht im Vorfeld schon. Die Episode 2 war ursprünglich abgedreht. Ich muss es nochmal machen. Das Programm hat nicht alles aufgenommen. Und ich kann das nicht unkomplett lassen. Also müssen wir nochmal in die zweite Episode. Ihr seht, sie war komplett abgespielt, aber sie war nicht komplett aufgenommen. Keine Ahnung, was da jetzt wieder dazwischen gekommen ist. Wir werden uns nochmal in Episode 2 begeben. Zumindest ich. Für euch das erste Mal. Ich werde nach dem Video noch einiges dazu sagen. Tauchen wir ein in die Episode 2 von Siren Blood Curse. Murdered her like that. Goddamn psychos. Fuck. Fuck. Hey! Stop! Das waren die Geschehnisse aus Episode 1. Wir erinnern uns. Is this some joke for TV? You never know what those idiots are gonna come up with. Bella! Melissa! Sam Monroe am 3. August. Vorab nochmal eine Information, während ich nach den anderen suchen soll. Das Spiel ist so dunkel und so gefiltert. Das ist beabsichtigt. Ich werde es nicht ändern. Das hier ist eine Information, dass man diese Episode schon gespielt hat. Man könnte sich die Anleitung jetzt nochmal angucken. Das werde ich auch machen. Ich werde nach dem Video eingehen darauf, warum ich das mache. So, dann wollen wir mal losgehen. Übrigens, man kann die Taschenlampe ausmachen, indem man nach oben drückt. Das hätte mir in der ersten Episode schon ein bisschen geholfen, aber ich war mir nicht mehr so sicher, wie es geht. Erstmal müssen wir hier die Treppen hoch. Was zum... Zum Glück hat er es da gehustet. Ich glaube, der hat einen mitgekriegt. Das Alarmsystem, das hat mich ja schon erklärt. Audiosignal und Vibration informieren über die Anwesenheit eines näherkommenden Feindes. Die Vibrationsfunktion steht nur mit dem DualShock-Controller zur Verfügung. Das wissen wir. Wir müssen jetzt vorsichtig vorgehen. Denn wir sehen diesen Shibito, der da arbeitet. Ich mache erstmal die Taschenlampe aus. Dann wird es zwar für euch ein bisschen dunkler, aber so wird er mich nicht entdecken. So, man soll leise vorgehen, das habe ich ja schon gemacht. Ich bin hier am Schleichen. Das Kuriose ist, ich kann sie jetzt wieder anmachen. Da sieht er mich trotzdem nicht. So. Mal ganz langsam hier rum. Was ist das denn? Ich fühle mich so gut. Genau, das sagt er. Ich hau jetzt mal lieber nicht zu lange auf ihn drauf. Dann wollen wir mal lieber schleichen. So bekommt er uns nicht mit, dass wir hier an ihm vorbeigehen. Sehr schön. Da sehe ich was. Ein Metallrohr. Das ist unsere Waffe, die wir aufnehmen werden. So. Aufheben. Haben wir das auch schon mal. Wir können, genau, das ist auch eine Info, die für einige Charaktere, die wir später treffen, nutzen werden. Sehr wichtig ist. Weil es kann nicht jeder jede Waffe benutzen. Angreifen.
Man sieht Quadrat oder R1 drücken, um für einen stärkeren Angriff. Ja. Wenn Sie den Shibito in Ihrem Angriff überraschen, bewirken Sie viel mehr Schaden. Schleichen Sie sich mit der Hawkeye den Shibito an, greifen Sie an und schalten Sie sie aus. Okay. Oh. Da ist ein Shibito. Da werde ich mir ganz langsam hinschleichen. Und zack. Boing. Ja. Bam. Das hast du verdient, du blödes Vieh. So. Haben wir das auch erledigt. Jetzt gucken wir uns erstmal hier noch ein bisschen um. Was ist das denn hier? Merkwürdig. Ah. Finde ich hier noch irgendwas? Vielleicht für mich von Bedeutung? Nee. Scheint nicht so. Ich glaube, hier bin ich falsch. Hier ist nichts. Okay. Ich versuche, die Episode so authentisch wie möglich zu machen. Nee, hier komme ich auch nicht rein. Ich hoffe, der Shibito ist noch... Ja, er liegt noch gut. Ich könnte jetzt zur Handsicher wechseln, das werde ich aber nicht machen. Ich werde versuchen, hier in die Tür reinzukommen. Und nein, Mist. Rostige Schlösser können wir aufbrechen. Das ist das Gute. Da hängt ein rostiges Schloss, wie wir gleich sehen werden. Da, seht ihr das? Das werden wir jetzt aufschlagen. So, es ist offen. Jetzt kann ich reingehen. So. Hm. Was zum... Mission erfüllt. Immerhin ist das schon mal geschafft. So. Kommen wir zum nächsten Teil. What? Are you all right? You. You're one of them. Wait. Why? Oh, what a terrible wound. Can you walk? It's dangerous by yourself. Let me take I'm you fine. Somewhere safe. Howard Wright, am 3. August. Wie wir sehen, hat er diesen Sturz überlebt. Wie auch immer. Entkommen Sie mit Amaina nach Karovari. Amaina ist das ist die Frau, die vor uns steht. Ich werde die Anleitung nochmal einschalten. You too have been given a very special gift. Aha. Die Gegnersicht. Die Gegnersicht ist eine Spezialfähigkeit, mit der Sie durch die Augen von Shibito und anderen Personen blicken können. Auf diese Weise können Sie auch Hinweise entdecken, wie Sie im Spiel weiterkommen. Folgen Sie den Anweisungen unten rechts, um Mainers Perspektive zu übernehmen. Also, wir drücken erstmal den L2-Knopf, um in diesen Modus reinzuschalten. Und werden nun ein bisschen durchschalten. Das ist ein Shibito, wie wir sehen. Die gucken sich gegenseitig an. Okay. Das ist Mainer. Es gibt aber, glaube ich, noch einen anderen Shibito. Ja, genau. Das ist der Shibito, der den anderen da oben anschaut. Und noch einen, der zum Himmel wegschaut. Also, man kann jetzt hier erstmal sich alle Shibitos angucken. Und das ist Amainas Perspektive und die werden wir feststellen. So, in der Gegnersicht können sich auch bewegen. In der Gegnersicht können sie sich auch bewegen. Drücken Sie jederzeit L2, um den Gegnersichtmodus zu verlassen. Die Gegnersicht bietet viele hilfreiche Funktionen. Drücken Sie für detaillierte Informationen Select und wählen innerhalb des Hauptmenüs den Eintrag Hilfe. Okay. Jawohl, ich werde dir folgen. Aber ich werde, damit ich hier nicht weglaufe, werde ich langsam hinter ihr her schleichen. So. Oh. Da ist ein Shibito. Okay. So viel dazu. Hm. Ist es clean? Okay. Dann können wir ja hier runtergehen, nicht wahr? So, dann wollen wir doch mal. Hier ist zum Glück keiner in der Gegend, das wissen wir ja. Wir haben vorher die Ortung nachgeschaut. Jetzt klettern wir hier hoch. Das wäre der nächste Hinweis, den Amaina uns geben würde. Wo ist sie denn? Da kommt sie schon hinterher, wie wir sehen. So, als nächstes geht's dann hier entlang. So, hier rüber. Und hier lang. Wow, wow! Verdammt! Verdammt! Schnell da rein, verstecken. Oh Mann.
Oh Mann. Wo ist er? Ist der das? Ja. Ich glaube, der sucht uns gerade. Der dreht da rum. Was macht der da? Ne, der ist es gar nicht. Der war das gar nicht. Wo ist der Typ? Ich glaube, er ist gerade rausgegangen. Oh, oh. Leute. Oh Mann. Ducken. So schnell hier weg. Ah, wo geht's hier raus? Mit der Karte kann ich erstmal gucken. Wo geht's hier raus? Ah, ich sehe. Alles klar. Da ist der Durchgang und zu Amana kommen. Wie machen wir das am besten? Oh Mann. Lalala. Wenn die Einblendung da nicht wäre, wäre das besser. Die hätte ich ausmachen können. Hab ich gerade gesehen. Oh oh. Nee. Da ist der Typ. Ich muss weg. Einmal hier rum. Geht auch nicht hier rum. Verdammt. Das ist natürlich jetzt sehr intelligent von mir gelöst. So, jetzt bin ich raus und da ist sie. Oh, zum Glück haben wir das hinbekommen. So. Nun. Und nun. Ja. Ja, ich auch. Können wir weitergehen, bitte? Ja, ich bin dabei, Amana. Ich bleib in deiner Nähe. Nur diesmal mache ich nicht den Fehler, den ich gleich nach dem Video auch ansprechen werde. Kletter hoch. So, jetzt sehen wir schon, Amana ist vorgegangen. Sie ist hier lang irgendwo. So. Ich bleib ein bisschen vorsichtiger als sie. Sie geht hier so groß durch wie so eine Weltmeisterin. Sie hat keine Angst, glaube ich. Oh oh, ich glaube, sie hat da was gesehen. Ich bleib erstmal hier hinter. Hm. Vielleicht können wir das Schild benutzen. Okay. Dann mal den Knopf gedrückt halten und uns das mal gucken. Genau dieses Schild meint sie. Das werde ich jetzt erstmal losgehen, Leute. Das werde ich jetzt machen. Das bin ich ihr schuldig. Sie sagt, wir sollen dieses Schild benutzen, um hier vorbeizukommen. Machen wir doch glatt. So, also müssen wir hier in das Haus und nach oben. Ja, ja, ich bin mir noch sicher, dass ich weiß, wie das war. Daran erinnere ich mich nämlich noch. So, Aktionsbefehle. Dann kann man mit X zum Beispiel hier Schild abreißen benutzen. Das werde ich auch mal machen. So, bumm. Das war ein bisschen laut. Das heißt, erstmal verstecken. Hep. Ja, deswegen. Da kommt nämlich jemand nach oben, wie ihr seht. Der findet mich bestimmt jetzt gerade nicht. Oder? Nein, er findet mich nicht. Sehr schön. Oh Mann. Wollen wir doch mal gucken, wo er jetzt hingegangen ist. Ich glaube, das ist der sich gerade da kaputt lacht, den wir gerade gesehen haben. Er ist jetzt wieder rausgegangen. Ich hoffe, er bleibt jetzt auch da. Jetzt guckt er sich gerade wieder in dem Raum um. Dreht da wieder rum. Er scheint wieder seine Alltagssituation durchzugehen. Ah, das ist ein anderer. Das ist auch wieder ein anderer. Oh Mann, Leute. Ich bin mir nicht so sicher, ob das jetzt alles in Ordnung ist. Wo geht der jetzt hin? Sei nicht, der kommt wieder. La la la. Hm, was macht er da jetzt? Er schaut sich alles Mögliche an. Er bleibt aber draußen. Okay. Jetzt wird er wahrscheinlich wieder da rumdrehen. Ja, alles klar. Gut. Wollen wir mutig sein, Leute? Die Sake-Flasche haben wir ja noch. So, wollen wir mal. Hier nach unten klettern wieder. So. Der müsste hier irgendwo sein. Oh, oh, oh. Scheiße. Schnell, 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 schnell. Ich will die Bratpfanne. Ich will die Bratpfanne. Bratpfanne. So. Jetzt werde ich hier lang schleichen. Der müsste hier hinter sein. Ja, er ist hier hinter. Oh Mann, Leute. Mhm. Ja. Leiser. Und. Gib mir mal mit! Bam! Bumm! Kipp um!
So. Jetzt gehe ich hier nach oben, denn Amena ist hier oben. Ja, ich bin schon da. Komm, lass weitergehen. Mein Gott. Nicht, dass hier uns einer gefolgt hier. Nee, sieht nicht so aus. Gut. Boah. Schnell hinterher. Sie läuft aber ganz schön mutig hier voran, also muss ich ganz ehrlich sagen, ich wäre nicht so mutig. Okay. Hier ist eine Wildfalle, die werden wir mal nehmen. Fallen und Fackeln. Wenn Sie die Wildfalle oder eine Leuchtfackel finden, können Sie die mit Unterbefehlen einsetzen. Mit den Richtungstasten rufen Sie die Unterbefehle auf und mit Richtungstasten nach unten stellen Sie eine Falle. Wenn Sie den Unterbefehl nach unten in der Nähe einer Falle verwenden, können Sie sie entschärfen. Stellen Sie hinter dem Shibito eine Falle. Okay. Das werden wir machen. Alles klar. Dann wollen wir mal hier eine Falle legen. So. Jetzt können wir ihn rufen. Das werden wir auch machen. Ja, komm mal her. Komm mal her. Komm mal her, du Type. Haha! Und voll erwischt. Und umgehauen. So, haben wir das auch erledigt. Ja, natürlich geht's mir gut. Komm. Ja, ich bin dabei. Mann, 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 Mann. Brauchst du mir nicht erzählen, dass wir weglaufen müssen? Ich weiß das schon. So. Ich darf sie nicht zurücklassen, aber es ist geschafft, Leute. Auch die Mission ist erledigt. So. Haben wir das schon mal getan? Es gibt also noch mehr Leute hier. Sam Monroe. Wir sind wieder in Sams Stelle. Mit Melissa Gale nach Hirasaki entkommen. Okay. Look, I'm really sorry, Sam. I am glad to see you, and it's good to know you're well, okay. I was. Until you were came gasping along. So hard. I thought you were one of them. Not them again. Oh Mann. Nicht doch. Nein, diesmal nicht. Ich werde diese Tür hier gegen die Tür stimmen. Das muss ich mit Dreieck machen und dann eben halt den Controller schütteln, damit dieses Monster nicht reinkommt. Dieses Wesen. Irgendwann gibt's auch auf. So. Oh ne. Das war sehr clever von mir. So. Bam. Komm rein. Willst du nicht? Willst du nicht? Oh oh. Ach, sie hält da gerade gegen. Okay, dann kann natürlich nichts werden. Sie stemmt sich dagegen. Okay, ich muss weg. Na, okay, wenn ich nicht weg darf. Oh oh. Ich glaube, das wird jetzt gerade nichts mehr. Ich glaube, das Spiel ist gerade geglitscht. Hm, toll. Obwohl. Nee, jetzt wird's was. Weil jetzt versucht sie alleine zu stemmen. Das wird, glaube ich, nichts. Nee, okay. Wir schlagen also auf das Monster ein! Was auf mich einplötzt. Bam! Stirb und verrecke! So. Jetzt werde ich erstmal gucken. Ah, Telefon benutzen. Ich kann es machen. 364 steht da. Werde ich mal machen. Ich werde erstmal das Telefon benutzen, warum auch immer. Ich drücke mal die 364. Mal gucken. Besetzt. Okay, das ist wahrscheinlich unsere Nummer hier. Dann werde ich eine andere Nummer wählen. Nämlich die 5. 0.
die 8. Mal gucken, was das bringt. Da steht es auch da unten, 508. Deswegen rufe ich die Nummer mal an. Merkwürdig. Egal, wir gehen hier durch. Komm. Ja, Melissa, ich bin da. Geh du vor, bitte, danke. Sehr nett. Die rennt auch so mutig nach vorne. Könnte ich gar nicht, Leute. So. Ah, ich glaube, er hat eingesehen, dass es da nichts bringt. Ja. Ich laufe erstmal hier rum. Weil das ist mir ein bisschen zu unsicher. Ey, was rennt die immer so vor wie so eine Gaskranke? Bleib vorsichtiger. Die Musik macht das Ganze auch nicht viel spannend. Auch nicht viel lockerer hier, ey. Die rennt immer vor wie so eine Gaskranke. Das könnte ich gar nicht. Vor allem jetzt auch wieder. Ja, genau deswegen. Hast bestimmt wieder irgendwas gesehen, ne? Wenn wir uns anschleichen, können wir die vielleicht K.O. schlagen, ja. Werde ich mal machen. Bam! So. Und runter mit dir. Zack. Eine 38mm Pistole, okay. Ist hier drin. Was haben wir hier? Dosenöffner können wir aufheben. Auch gut, werden wir auch machen. Okay. Weiß ich nicht, wofür es das gibt. Jetzt gehen wir wieder weiter. Okay. Schauen wir erstmal, ob hier noch was ist. Hier ist nichts mehr. Okay. Haben wir das schon mal erledigt? Oh oh. Ich habe doch eine Waffe, oder nicht? Nee, ich hab den Dosenöffner. Oh, scheiße. Das war natürlich jetzt gar nicht gut. Ich möchte eigentlich die Pistole haben. Okay. Ich werde gleich zu der Pistole wieder wechseln. Das weiß ich definitiv. Diesen Dosenöffner kann ich bestimmt noch für was anderes gebrauchen, aber nicht jetzt. So. Schnell weg. Wo ist die Pistole? Die müsste hier jetzt irgendwo liegen. Moment. Wo ist die Pistole? Nein, da ist eine Tür. Wo hat er die Pistole jetzt hingelegt, der Knaller? Oder kann ich irgendwie zwischen den Waffen wechseln? Nein, kann ich nicht. Wieder ein Monster. Verdammt! Mann! Gibt's doch gar nicht sowas. So Handsichel. Oder Bergbaupickel, den will ich aber nicht. Der hat die Pistole weggelegt, der Knaller. Kann ich irgendwie zwischen den Waffen wechseln? Verdammt. Hab ich das mal nicht gemacht jetzt. Ach, ich habe die Waffe mit L1. Haha. Okay. Jetzt weiß ich wieder, wie das Schießen funktioniert. Okay, jetzt können wir hier ja durchdüsen quasi. Die Leute wären uns nämlich hier auf der Rückkehr entgegengekommen. Genau, L1 und R1 führt zum Schießen. Sie ist tot. Ich weiß noch nicht, ob wir es geschafft haben. Ich bin mir dann noch nicht so ganz sicher. Oh oh. Fledermäuse. Wow! Wow! Wow, wow, wow! Halt, Kollege! So nicht. Brrr. Ich denke, jetzt sind wir in Sicherheit. Oh mein Gott. Brrr. Dann wollen wir mal. Mission erfüllt. Ach ja, ich habe ja die Anleitung ausgemacht. Deswegen habe ich die Anweisung zum Schießen nicht bekommen. Brrr. Na, das war knapp. I think we should go to the church. Are you kidding me? Where those bunch of murderers go to pray? What? No! No, you have it all wrong. That was a mistake. Hey, where are you? What was that? What were you thinking, bringing her to a place like this? Like I told you before. Just shut up! I swear you're completely useless! I'm gonna find her myself. Come on! Oh, damn it! What the hell is this? Don't look back! Just like hide and seek, so hide somewhere good, okay? I promise I'll come and find you. Daddy said they don't exist. They don't exist! Bella! So? I found you! No!
Yes! That's it! Wait, you're part of that ritual. That's the outrage curve, you know. Tell me what I must do next. Mata Gaigokujin. Watashi wa ikeni nanka janai! Das wird also in der nächsten Episode von Siren Blood Curse auf uns zukommen. Nichtsdestotrotz werde ich eben kurz ins Archiv gehen. Denn wir haben ja gesehen, wir haben einen Schlüsselgegenstand bekommen. Ich weiß nicht, ob man den hier aufrufen kann. Ich glaube nicht. Ich glaube, dass wir das nicht können. Wir haben nur einige Waffen schon gesehen jetzt. Die Sakeflasche, die Wildfalle, die 38mm Pistole. Das bringt mich jetzt zu folgendem Hinweis. Ich habe ja gesagt, ich musste diese Episode noch einmal aufnehmen. Tatsache daran war, dass ich tatsächlich bei der letzten Episode erstmal, als ich mit Ermaina geflohen bin, sie vom Dach geschlagen habe. Ich weiß nicht, warum ich da den Schlagknopf gedrückt habe. Ich habe sie einfach vom Dach geschlagen. Und dadurch hat sich einiges bei mir getriggert, was ich noch gar nicht machen musste. Ich musste mich zum Beispiel nicht in dem Haus verstecken, vor diesem Shibito. Ich habe sie vom Dach geschlagen und musste mich deswegen nicht verstecken. Keine Ahnung, warum. Das nächste, was noch gewesen ist, Leute, war das Problem, dass ich mit Sam im letzten Akt, diese Pistole nicht gefunden habe. Ich habe diesen Typen nicht umgebracht. Genauso wie der letzte Punkt mit dem Telefon. Das mit dem Telefon ist mir erst aufgefallen, als ich es mir angeschaut habe, das Ganze. Beziehungsweise mir nachgelesen habe, was ich hätte anders machen können. Das mache ich nämlich immer so normalerweise, dass ich eine Episode spiele und die erst dann nachhole, beziehungsweise dann mir anschaue, was könnte ich anders machen. In diesem Fall haben wir ein Schlüsselobjekt bekommen, was wohl für die Episode 7 interessant ist. Nichtsdestotrotz werde ich es jetzt so machen, dass ich die Videos umgehend rendere, damit eben halt nichts mehr abhanden kommt. In der nächsten Folge von Siren Blood Curse werden wir uns dann mit der Episode 3 befassen. Ich glaube, die war damals schon mein Exitus. Ich erinnere mich nämlich an einige Stellen aus dieser Episode, nämlich überhaupt nicht. Viel Spaß bei der nächsten Episode von Let's Play Siren Blood Curse. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich in dieser Episode. Bis dahin sprach der Raven Knight nimmermehr.